der Abzeit ist, sage ich mal, ihm zu verdanken. In der Tat, wie auch diese Szene aus der 44. Minute belegt. Michael Rummenigge, der ein gutes Spiel machte, Chapuisat und Teufelskerl Stein mit den Fingerspitzen. Das 1:0 für die Eintracht zur Pause glücklich. Dortmund war die bessere Mannschaft gewesen. So, ich habe selten gebeten, dass der Schiri Halbzeit pfeift, dass ich in die Kabine komme, dass ich sofort umstelle. Weil selten hat uns eine Mannschaft in der ersten Halbzeit, sage ich mal so, krass, mal so, auseinandergenommen wie Dortmund. Deswegen stellte Stepanovic um. Andersen raus, Studer Nummer 12 rein. Und der bediente gleich Bein. Gute Reaktion von Torwart Klos. Ralf Weber nach seiner Verletzung von Woche zu Woche stärker. Sippel setzt sich gegen Kutowski durch. 2:0, 55. Minute. Alle Frankfurter jubeln, bis auf ihn. Drago Stepanovic, der mehr und mehr Ähnlichkeit mit Jango, dem Rächer, der Enterbten bekommt. Lothar Sippel nach seinem 6. Tor im 7. Himmel. Für Dortmund bereits der 23. Gegentreffer in dieser Saison. Und es sollte für die Westfalen noch schlimmer kommen. Denn Andi Möller, früher selbst einmal in Diensten der Borussia, setzte seine Gala-Vorstellung fort. Genießen Sie bitte diese Studie. Möller lupft den Ball gekonnt zu einem Mitspieler, ist weiter hellwach und reagiert dann blitzschnell.